Ich möchte, bevor ich einsteige, noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, in Jesu Namen möchten wir dir so herzlich danken für das Vorrecht, dein Wort zu hören. Und in Jesu Namen bitten wir, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Teddy Kollek, der langjährige ehemalige Bürgermeister von Jerusalem, sagte einmal: 3000 Jahre war Jerusalem der Mittelpunkt jüdischen Hoffens und Sehnens. Keine andere Stadt hat eine solch beherrschende Rolle in der Geschichte, Kultur und Religion und im Bewusstsein eines Volkes gespielt wie Jerusalem im Leben der Juden und des Judentums. Während der Jahrhunderte des Exils blieb Jerusalem in den Herzen der Juden überall auf der Welt lebendig als Mittelpunkt der jüdischen Geschichte, Symbol der alten Herrlichkeit, spiritueller Erfüllung und moderner Erneuerung. Angesichts dieser innigen, unauflösbaren Verbindung des jüdischen Volkes muss man sagen, wenn man die jüdische Geschichte in einem einzigen Wort zusammenfassen wollte, so lautete dieses Wort Jerusalem. Der Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel drückte das einmal wie folgt aus: Alles spiegelt sich wieder in Jerusalem. Exil und Rückkehr, Beginn und Ende. Die Geschichte der Juden wäre nicht jüdisch oder würde nicht existieren ohne diese Stadt, die am meisten jüdische Stadt in der Welt und ebenfalls die am meisten universale. Elie Wiesel. Aber Jerusalem ist mehr. Jerusalem ist viel mehr. Sie ist laut der Bibel die Stadt des Friedens, die Stadt der Wahrheit und die Stadt der Gerechtigkeit. Sie wird in der Bibel beschrieben als die große Stadt, die treue Stadt, die fröhliche Stadt, die lärmende Stadt, die jauchzende Stadt, die freudenreiche Stadt, die geliebte Stadt und dann, Klagelieder 2,15, die Stadt der Schönheit, Vollendung, die Wonne der ganzen Erde. Die Bibel verschweigt aber auch ihre dunkelsten Phasen nicht. Und das ist so wunderbar an der Bibel, dass sie wahr ist auf allen Gebieten. Und darin unterscheidet sie sich eben von allem anderen auf dieser Welt, wo nur das Beste, nur die schönsten Seiten herausgestrichen wird. Die Bibel ist wahr und klar, sie ist Gottes Wort. Und sie sagt schonungslos, diese Stadt ist die blutdürstige Stadt. Hesekiel 22, Vers 2 zum Beispiel. Die blutbefleckte Stadt, die widerspenstige Stadt, die befleckte Stadt, die grausame Stadt, die verödete Stadt. Und dennoch bleibt sie die heilige Stadt, weil sie die Stadt des Herrn ist, die Stadt Gottes, die Stadt des großen Königs, die Stadt des Herrn der Herrscharen. Es kommt sogar die Zeit, dass Jerusalem genannt wird, fast unglaublich in der heutigen Zeit, Jesaja 62, 12, die Stadt, nach der man fragt und die nicht verlassen wird. Und schließlich, am Ende der Heilsgeschichte bekommt Jerusalem sogar zwei neue Namen. Zwei neue Namen. Jeremia 3, Vers 17. Zu jener Zeit, in dieser zukünftigen Zeit, wird man Jerusalem nennen Thron des Herrn. Und Hesekiel 48, 35 heißt es dann: Und der Name der Stadt soll zukünftig lauten, der Herr ist hier ein neuer Name, Yahweh Shammah. Das ist es, was diese Stadt auszeichnet gegenüber allen anderen Städten dieser Welt. Und das ist es, was diese Stadt auch so verhasst macht in aller Welt. Das ist die Ursache des Nahostkonflikts. Es geht um den lebendigen Gott
Es geht darum, ist der Gott der Bibel der wahre Gott, der mächtige Gott, oder ist es der Allah des Korans? Jerusalem nimmt im Alten und Neuen Testament eine herausragende Stellung ein. Gesamthaft kommt der Name Jerusalem in der Bibel 806 Mal vor. Im Alten Testament 660 Mal, im Neuen Testament sind es 146 Mal. Im Koran kein einziges Mal. Zusätzlich wird diese Stadt unter vielen anderen Namen erwähnt. Ich habe auch einige vorher zitiert. All diesen Ausdrücken lagen Bibelstellen zugrunde. Total 70 andere Namen. Ungefähr zwei Drittel aller alttestamentlichen Bücher und fast die Hälfte aller neutestamentlichen Bücher nehmen Bezug auf diese einzigartige Stadt. Eine der intensivsten und kompaktesten Stellen über Jerusalem ist Psalm 122. Psalm 122. Dort lehrte uns der erste jüdische König Jerusalems, der König David, inspiriert durch den Heiligen Geist, drei wichtige Dinge. Erstens, Jerusalem ist eine Quelle der Freude. Dann, Jerusalem ist ein Ort der Dankbarkeit. Und schließlich drittens, Jerusalem muss Gegenstand unserer Gebete sein. Psalm 122, ich lese alle 9 Verse. Und ich betone dann immer, wenn der Text das nicht ausdrücklich erwähnt, wo der Bezug zu dieser Stadt ist. Ein Wallfahrtslied von David. Ich freue mich an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Haus des Herrn nach Jerusalem gehen. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, du bist gebaut als eine festgefügte Stadt, wohin die Stämme des hinaufziehen, die Stämme des Herrn, ein Zeugnis für Israel, um zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort, in Jerusalem, sind Throne zum Gericht aufgestellt, die Throne des Hauses David. Bittet für den Frieden Jerusalems. Es soll denen wohlgehen, die dich, Jerusalem, lieben. Friede sei in deinen Mauern, Jerusalem. Und sichere Ruhe in deinen Palästen, Jerusalem. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir, Jerusalem. Um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen, Jerusalem. Liebe Geschwister, mehr Jerusalem geht fast nicht. Psalm 122 ist voll von Jerusalem, unsere Beziehung zu Jerusalem. Diese ersten beiden Verse dieses Psalms zeigen uns, und das ist mein erster Punkt, Jerusalem ist eine Quelle der Freude. Nun, Psalm 122 ist ein Wallfahrtslied von David und gehört zu den sogenannten 15 Stufenliedern. Die beginnen bei Psalm 120 und gehen dann bis zu Psalm 134. Mit großer Wahrscheinlichkeit wurden diese damals vom Volk Israel gesungen, als sie dreimal im Jahr hinauf nach Jerusalem zogen, so wie es Mose geboten hatte. Jemand hat einmal gesagt, es sind in der Tat Psalmen des Hinaufgehens, denn von Psalm zu Psalm steigen wir immer höher. Prophetisch gesehen führen sie uns erneut schrittweise von Prüfung und Leiden bis zur herrlichen Vollendung. In Psalm 120, so beginnen diese Stufenlieder, ist der Israelit in großer Not und wird von seiner Umgebung verleumdet und angefeindet. Dann macht er sich mit anderen auf den Weg nach Jerusalem. Psalm 121, dort kommt er in die Nähe der judäischen Berge und er sagt dann, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ja, zu welchen Bergen? Zu denen, die er konkret vor seinen Augen hatte. Man muss das nicht immer so poetisch und
so im übertragenen Sinn sehen. Nein, wir dürfen das so nehmen, wie es hier steht. Er hebt seine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Und liebe Freunde, tatsächlich kamen von diesen Bergen Judäas die Hilfe. Auf dem Berg Moria oben in Jerusalem. Versöhnung mit Gott durch die stellvertretenden Opfer. Und schließlich dann auf dem Berg Golgatha. Die letztendliche, ewig gültige Versöhnung durch das ewig gültige Opfer am Kreuz, wo der Herr Jesus deine und meine Schuld auf sich genommen hat. Und von diesen Bergen kommt tatsächlich die Hilfe vom Herrn. Und schließlich dann im Psalm 122 das ersehnte Ziel nach der langen Reise. Alle Anstrengungen, alle Entbehrungen, auch die Gefahren sind vergessen. Warren Wiersbe hat es einmal gesagt, Liebe macht Lasten leichter und Entfernungen kürzer. Fasziniert, staunend, ergriffen, mit überschwänglicher Freude stehen sie dann vor dem Berg Moria, dem heutigen Tempelberg, blicken hinauf und sagen dann mit Psalm 122, 2, nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Aber die Wallfahrer bleiben nicht allein. Auf einmal gesellt sich ein ganz besonderer Mann hinzu. Kein geringerer als der König David, der untrennbar mit der Geschichte Jerusalems verbunden ist. Er war es, der die damalige Jebusiterstadt erobert, ausgebaut und zum Wohnsitz Gottes gemacht hat. Und obwohl er, der ja in Jerusalem wohnte, keine lange Wegstrecke hatte bis zum Haus des Herrn, zum Besuch des Haus des Herrn, war es ihm keine lästige Pflicht. Es war auch keine trockene Routine, keine Last, sondern größte Lust. David war entzückt, wenn er zur Anbetung in das Haus Gottes gehen konnte. Er war begeistert, weil sein Herz so für den Herrn brannte, weil er so eine lebendige Beziehung mit Gott hatte. Er lebte so nah bei Gott und war so treu in seiner Nachfolge. Und deshalb ließ er sich so gerne auch von anderen zum Gottesdienst einladen. Und deshalb konnte er in Vers 1 von ganzem Herzen sagen, ich freute mich an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Und es ist interessant, obwohl David während seiner Zeit als Hirtenknabe und später auf der Flucht wohl mehr Zeit alleine mit Gott verbracht hatte als jeder einzelne von uns, war er kein Solo-Anbeter. Er freute sich an der gemeinsamen Anbetung. Und das war sein persönlicher, entschlossener Herzensentscheid. Anbetung, liebe Geschwister, war weder damals noch ist es heute etwas für Einzelgänger. Und Anbetung hat wenig mit Gefühlen und viel mit Hingabe und Unterordnung und Gehorsam an den lebendigen und heiligen Gott zu tun. Dadurch wird Gott verherrlicht. Wisst ihr, wo in der Bibel das erste Mal im Zusammenhang über Anbetung gesprochen wird? 1. Mose 22, Vers 2 bis 6. 1. Mose 22, 2 bis 6. Gott sprach dort zu Abraham, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, die ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf, nachdem er heftig diskutiert hatte und nein, kein Wort. Da stand Abraham am Morgen früh auf, er war gehorsam und sattelte seinen Esel, nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf, ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Und am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne.
Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel und der Knabe, ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen, und jetzt kommt's, und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Wahre, echte, biblische Anbetung ist Hingabe und Unterordnung an den lebendigen und heiligen Gott. Was hatte Abraham wohl für ein berauschendes Gefühl? Da wurden unterwegs Lobpreischorusse angestimmt, da wurde geklatscht und Fahnen geschwungen. Er nahm das Feuer, das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander anbeten. Vielleicht mag jetzt der eine oder andere einwenden: Ach Freddy, das war doch damals einmalig, das ist Altes Testament. Wir leben heute in der Freiheit des Gemeindezeitalters, frei unter der Gnade. Heute ist Anbetung anders. Nun, ist das wirklich so? Schlagt mal Römer 12, Vers 1 auf. Dort finden wir eine Aufforderung von Paulus zu wahrer, echter biblischer Anbetung im heutigen Gemeindezeitalter. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist wahre Anbetung. Und 1. Korinther 6, Vers 2 sagt dasselbe: Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Das ist dasselbe Prinzip von Anbetung wie hier in 1. Mose 22. 1. Mose 22 spricht vom Land Moria. Die Präzisierung, wo dieses Land Moria liegt, finden wir in 2. Chronik 3, Vers 1. 2. Chronik 3, Vers 1, dort heißt es: Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem auf dem Berg Moria. Also, der Berg Moria im Land Moria, all das betrifft Jerusalem. Beachtet nun bitte das kleine Detail, dass die Opferung Isaaks in 1. Mose 22 auf dem Berg Moria, nicht auf dem Berg Moria, sondern auf einem der Berge Moria anbefohlen wurde. Es war einer der Berge Morias und nicht der Berg Moria. Diese kleine Unterscheidung ist nämlich wichtig zu auseinanderzuhalten. Die beiden Berge, der Tempelberg, das ist der Berg Moria, wo der Tempel schließlich dann auch stand, und der Opferungsberg, sage ich jetzt mal, wo Abraham den Isaak darbrachte. Wer schon mal in Jerusalem war, der weiß, dass man eigentlich besser mit Schweizer Verhältnissen gesehen von Hügeln spricht. Der weiß, beziehungsweise diese beiden sind voneinander zu unterscheiden. Ein Berg Moria und der Berg Moria. Es gibt Ausleger, die sagen, dass die Opferung Isaaks nämlich auf demselben Hügel geschah, an dem der Herr Jesus Christus deine und meine Schuld bezahlte. Der Hügel Golgatha. Und das würde dann auch das prophetische Bild von der Opferung Isaaks perfekt vollkommenen. Nun zurück zu David. David vertrödelte sein Leben nicht, sondern er setzte es für den Herrn ein. Für David war es das Größte, zur Ehre Gottes zu leben, dem lebendigen Gott zu dienen und ihn anzubeten, indem er ihm Opfer brachte. Und deshalb wird er auch ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt.
Lieber Bruder, liebe Schwester, ist der Besuch des Gottesdienstes für dich überschwängliche Freude oder niederdrückende Belastung? Reagierst du auch mit großer Freude, wenn man dich einlädt zur Bibelstunde, wenn andere sagen, komm, wir gehen zur Gebetsstunde? Reagierst du mit Freude? Jawohl, da bin ich dabei, gerne. Natürlich gibt es den einen oder anderen Grund, warum man genau dann nicht gehen könnte. Aber wenn das zum Prinzip wird, dann frage dich doch, ob vielleicht Sünde oder Ungehorsam gepaart mit Weltliebe, die Begeisterung für den Herrn, die Liebe zum Wort und die Freude an der Gemeinschaft erkalten und ermatten ließ? Nun, Jerusalem ist deshalb eine Quelle der Freude, weil sich dort das Haus des Herrn befand. Mit all den stellvertretenden Opfern, die Versöhnung mit Gott brachten, Befreiung von Schuld und Sünde und verbunden mit gemeinschaftlicher Anbetung. Mit dem Haus des Herrn, so wie es hier erwähnt wird in unserem Psalm, ist nun aber nicht der erste Tempel gemeint. Dieser wurde erst später unter Davids Sohn, dem Salomo, gebaut. Mit Haus des Herrn ist die Stiftshütte mit Bundeslade gemeint, die David nach anfänglichem Versagen nach Jerusalem brachte. Dies war der verheißene Ort von 5. Mose 12, Vers 5 bis 7. Sondern an dem Ort, den der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, damit er dort wohne. Da sollt ihr ihn suchen und dahin sollst du kommen. Und zwar nicht mit leeren Händen. Vers 6, dahin sollt ihr eure Brandopfer und eure Schlachtopfer bringen, eure Zehnten und das Hebopfer von eurer Hand und eure Gelübde und eure freiwilligen Gaben und die Erstgeburt von euren Rindern und Schafen. Und dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein, ihr und eure Familien über allem, was eure Hand erworben hat, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Ist das der Ausdruck der Dankbarkeit? Gemeinschaft nach Gottes Willen und in seinem Sinn, die ihn ehrt und verherrlicht und die die Teilnehmenden durch die Gemeinschaft eben auch beschützt, stärkt, ermutigt und so richtig Freude macht. Hier im Tempel wurde Gottes Wort verkündigt. Das war Ausdruck der Liebe und Freude zu Gottes Wort. Hier im Tempel wurde Gott angebetet. Es war Ausdruck der Liebe und Freude zu Gottes Wesen. Hier im Tempel wurde Gemeinschaft der Heiligen gepflegt. Das war Ausdruck der Liebe und Freude zu Gottes Volk. Und all das geschah in Jerusalem. Und all das wird in Jerusalem wieder sein. Und deshalb ist Psalm 122 auch prophetisch. Mit diesem Psalm, der auf den ersten Blick so sehr Jerusalem im Fokus hat. Ich habe das ja auch betont beim Lesen des Psalms. Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. Zeigt uns der lebendige Gott, um was es ihm betreffend Jerusalem wirklich geht. Jerusalem ist nur das Gefäß, der Inhalt ist der Herr. Der Herr ist der Inhalt. Ich sage es vielleicht jetzt etwas grob, aber ohne den Herrn ist diese Stadt nichts Besonderes. Diese Stadt wurde auserwählt als Wohnort des Herrn, als Sterbe- und Auferstehungsort des Herrn und als letztendlicher Siegesort des Herrn. Und deshalb ist Jerusalem eine Quelle der Freude. Jerusalem, eine Quelle der Freude. Die Verse 3 bis 5 vom Psalm 122 zeigen uns, dass Jerusalem auch ein Ort der Dankbarkeit ist. Das ist der zweite Punkt heute Morgen. Jerusalem ist ein Ort der Dankbarkeit. Vers 3. Jerusalem, du bist gebaut als eine festgefügte Stadt, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, ein Zeugnis für Israel, um zu preisen den Namen des Herrn.
denn dort sind Throne zum Gericht aufgestellt, die Throne des Hauses David. Jerusalem war zur Zeit Davids eine kompakte, in sich geschlossene Stadt, die Häuser eng aneinander geschmiegt, erhaben, auf einem Felsen erbaut und dadurch sehr gut geschützt. Das heutige Jerusalem ist viel weiter oben gebaut und liegt zudem noch auf 10 bis 20 Meter hohem Schutt und lässt so manches nur noch erahnen. Die damaligen Bewohner, die Jebusiter, die waren so derart von der Uneinnehmbarkeit ihrer Stadt überzeugt, dass sie in 2. Samuel 5, Vers 6 dem erfahrenen und äußerst erfolgreichen Kriegsherrn David hochmütig und selbstbewusst zuriefen: Du wirst hier nicht hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich vertreiben. Das sind schon starke Worte, oder? Und im zweiten Versteil bekommen wir noch einen Kommentar, denn sie dachten, David kann hier nicht hereinkommen. Im Vertrauen auf seinen Gott eroberte David schließlich mit List die Stadt. Und vielleicht betete er ja das Gebet aus Psalm 61, Vers 3. Führe du mich auf den Felsen, der mir zu hoch ist. Vielleicht war das ganz praktisch. Und durch den späteren Einzug der Stiftshütte dann unter David wurde Jerusalem zu dem von Gott auserwählten Ort, zum geistlichen Gemeinschaftszentrum. Vers 4, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, ein Zeugnis für Israel, um zu preisen den Namen des Herrn. Die Stämme des Herrn besuchten Jerusalem nicht als religiöse Touristen, sondern als Anbeter, als dankbare Anbeter. Und das war eigentlich nur die konkrete Umsetzung von den Anordnungen von Mose aus dem 5. Mosebuch, Kapitel 16, 16 bis 17. Sie waren gehorsam, setzten das um. Dreimal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an dem Ort, den er erwählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote, das ist das Passafest, und am Fest der Wochen, das ist das Pfingstfest, und am Fest der Laubhütten. Aber niemand soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Ausdruck von Dankbarkeit über empfangene Segnungen. Im tausendjährigen Reich werden dann nicht nur die 12 Stämme Israels nach Jerusalem hinaufziehen, sondern heute undenkbar viele Völker dieser Welt. Micha 4, Vers 1 bis 2. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet an der Spitze der Berge stehen und wird über alle Höhen erhaben sein und Völker werden ihm zuströmen. Und viele Heidenvölker werden hingehen und sagen, komm, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Jerusalem wird dann zum Weltzentrum, um zu preisen den Namen des Herrn. Jerusalem ist ein Ort der Dankbarkeit. Aus Offenbarung 5, Vers 8 bis 24 und vielen anderen Stellen sehen wir, dass Anbetung und Danksagung Gottes und auch des Lammes das größte Ziel des Menschen ist. Das wird eine der Hauptbeschäftigungen sein in der Ewigkeit, liebe Geschwister. Schlussendlich sollen wir hier aber Gott nicht nur für das danken und anbeten, was er Zeitliches für uns tut, seine Liebe und Treue, wie er so täglich wunderbar für uns sorgt,
seine Gnade und Barmherzigkeit, wie er führt und leitet und bewahrt und wie er Gebete hört. Wenn dies die einzige Motivation ist, dann verstummt die Anbetung in Zeiten des Leides und der Not, der Prüfung und Dunkelheit. Wir sollen Gott vielmehr über dem anbeten, was er in Jesus Ewiges für uns getan hat. Seine Hingabe, seine Selbstaufgabe, um für mich ewig gültige Erlösung zu schaffen. Frieden mit Gott. Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Oder denken wir an diese wunderbare Stelle in Micha 7, Vers 18. Wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht allezeit fest hat, sondern Lust an der Gnade hat? Darüber sollen wir Gott anbeten. Und darüber hinaus und damit zusammenhängen, sollen wir ihm danken und ihn anbeten, was er ist und wie er ist. Wie es zum Beispiel Psalm 106, Vers 1 sagt, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Psalm 104, Vers 1, lobe den Herrn meine Seele, Herr mein Gott, du bist herrlich, du bist schön und prächtig geschmückt. Psalm 103, Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Psalm 25, Vers 8, der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. 5. Mose 32, 4, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Und in 2. Mose 15, 11 heißt es, wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? Solch einem wunderbaren Gott gebührt alle Ehre, alle Anbetung, Lob, Preis und Dank. Denn er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, er ist allwissend, er ist allschaffend, allumfassend und allgenügsam. Er ist eifernd, er ist erhaben, er ist groß, er ist stark, er ist lebendig, er ist unveränderlich, er ist ewig, er ist gerecht, er ist weise, heilig, er ist Liebe, er ist aber auch ein zorniger Gott außerhalb des Kreuzes. Jedem diesem Ausdruck liegt ein Bibelvers zugrunde, der Zeit halber erwähne ich das jetzt nicht alles. Und 2. Timotheus 2, 13 sagt das dann so ergreifend, und selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Welch ein wunderbarer Gott. Wenn wir untreu sind, so bleibt er treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Bist du ihn schon in dieser Weise mit einem Herzen voll Dankbarkeit über das, was er ist, begegnet? Und wisst ihr, dass wir, die wir an den Herrn Jesus Christus gläubig sind, auch einmal nach Jerusalem gehen werden, um aus tiefstem Herzen anzubeten? Wisst ihr das? Jerusalem bedeutet ja auf Hebräisch Jerusalem. Und Jerusalem ist eigentlich eine Mehrzahlform. So wie das Wort Freund auf Hebräisch Chaver heißt, sind die Freunde, das sind die Chaverim. Jerusalem auf Hebräisch also Jerusalem. Dieses Jerusalem steht aber hier in einer besonderen grammatikalischen Form, einem sogenannten Dual-Plural. Im Gegensatz zu einer unpräzisen Pluralform, wie zum Beispiel Chaver und Chaverim, das können zwei Freunde sein, das können 20 oder 200 Freunde sein, bezeichnet diese Dual-Plural-Form eine Zweizahl der beschriebenen Elemente, also nur zwei sind da gemeint. Dr. Abraham Meister
der wendet das wie folgt an, und das habe ich aus diesem Buch, das Samuel Ziegler vorher angeboten hat, zur Hälfte vom Preis drüben am Büchertisch, dieses biblische Namenslexikon. Dort schreibt er zu diesem Ausdruck, der Dual Plural Jerusalem gleich Doppel Jerusalem erinnert uns an das irdische und an das himmlische Jerusalem. Genau zwei. Der Zusammenhang wird noch deutlicher, wenn wir bedenken, das schreibt er nicht mehr in diesem Buch, dass sowohl das irdische wie auch das himmlische Jerusalem in einzigartiger, unvergleichlicher Weise beide von Gott auserwählt wurden. Beide sind auf einem Felsen erbaut, dort in Jerusalem, und Christus der Felsen, und sind beide dem Feind abgerungen, hier den Jebusitern und droben dem Mörder der Seelen, dem Vater der Lüge, dem Teufel. Beide von Gott auserwählt, beide auf einen Felsen erbaut und dem Feind abgerungen. Und dieses himmlische Jerusalem, dieser Ort der Anbetung und Dankbarkeit droben, ist das Ziel jedes einzelnen Christen. Der Hebräerbrief sagt das wie folgt, Hebräer 12, Vers 22, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und so ist unsere dankbare Anbetung hier ein Vorgeschmack auf die besondere ewige Anbetung droben in der Herrlichkeit. Und dann ist hier in unserem Text noch ein weiterer erstaunlicher Aspekt, dass Jerusalem ein Ort der Dankbarkeit ist, Vers 5, denn dort sind Throne zum Gericht aufgestellt, die Throne des Hauses David. Ist das ein Grund zur Dankbarkeit? Wir verbinden heute Gericht schnell mit Anklage, mit Verurteilung und Strafe. Aber hier ist die Erwähnung der Gerichtsthrone des Hauses David Grund zur Dankbarkeit. An diesen Gerichtsthronen, die damals an den Stadttoren platziert waren, wurde unter König David Recht geurteilt und im wahrsten Sinne des Wortes Recht gesprochen. Wie es jemand einmal sagte, der von Gott gesalbte König gibt dem Gottesrecht, wie es seit Mose vorlag, die Gott gewollte Richtung. Hier wird Gutes belohnt, der Geringe und Weise, der Elende und Arme erfährt Gerechtigkeit. Das ist Grund zur Dankbarkeit. Und diese Gerichtsthrone haben darüber hinaus auch einen prophetischen Charakter. Sie weisen nämlich auf den Beginn des tausendjährigen Reiches hin, so wie wir es in Matthäus 25 ab Vers 31 lesen. Wenn aber der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Wo wird er sich befinden? In Jerusalem. Und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Die Verse 6 bis 9 schließlich behandeln die Aufforderung, für den Frieden Jerusalems zu beten. Das ist der dritte und letzte Punkt heute Morgen. Jerusalem muss Gegenstand unserer Gebete sein. Bittet für den Frieden Jerusalems, sagt Vers 6. Frieden, das hebräische Wort Shalom. Bittet für den Shalom Jerusalems. Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Das ist eine Verheißung. Es soll denen wohlgehen, die dich, Jerusalem, lieben. Vers 7. Friede, Shalom, sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Palästen. Das ist der Inhalt dieses Gebetes, die konkreten Auswirkungen. Friede sei in deinen Mauern, sichere Ruhe in deinen Palästen. Vers 8.
Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir, Shalom in dir. Unbeschwerte Gemeinschaft, ungehinderte Gemeinschaft. Um des Herrn, Vers 9, unseres Gottes willen will ich dein Bestes suchen. Das ist das Motiv, die Liebe zum Herrn, die uns mit Jerusalem verbindet. Um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes, Jerusalem, suchen. Nun fragt sich vielleicht der eine oder andere, warum sollen wir überhaupt für etwas beten, das sowieso schon im Plan Gottes feststeht, wenn wir von den Propheten her wissen, dass ja dann eine Zeit kommt, wo alle dann nach Jerusalem anbeten werden? Benedikt Peters hat einmal gesagt, durch Gebet geschieht all das in der Welt, was Gott wirken will. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, sind alles Dinge, die mit menschlichen Mitteln, mit menschlichem Verstand, mit menschlichen Methoden, mit menschlicher Kraft nicht zu wirken sind. Es sind Unmöglichkeiten. Gebet ist das von Gott verordnete Mittel, durch welches dieses Unmögliche geschieht, dass Gottes Werk geschehe auf Erden wie im Himmel. Und ein Blick in die Medien dieser Tage zeigt, wie sehr Jerusalem und Israel dieses Gebet braucht. Wie sehr über tausend Raketen auf dieses Land, sogar nach Jerusalem. Dieses Gebet ist angebracht. Und der Blick in die Geschichte Jerusalem zeigt, wie sehr dieses Gebet durch alle Zeiten hindurch angebracht war. Der amerikanische Historiker und Archäologe Eric H. Klein sagte einmal, keine andere Stadt wurde in ihrer Geschichte so bitter umkämpft wie Jerusalem. Diese Aussage wird von ihm gestützt, indem er mindestens 118 verschiedene Konflikte in und um Jerusalem während der letzten 4 Jahrtausende zählt. Er berechnet weiter, dass Jerusalem mindestens 2-mal komplett zerstört, 23-mal belagert, 44-mal erobert und 52-mal angegriffen wurde. Die Aufforderung, für den Frieden Jerusalems zu beten, ist so nötig, ist so angebracht. Und sie hat auch ihre Wurzeln und ihre Ergänzung im Neuen Testament. Eine völlig häufig unbeachtete Parallele, sie ist vorher kurz angeklungen. Wie lehrte der Herr Jesus seine Jünger beten? In Matthäus 6, Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Der Friede Jerusalems wird erst dann einkehren, wenn der Friedefürst in diese Stadt hineingezogen ist. Erst dann wird Jerusalem Frieden erleben und das wird am Ende der Endzeit geschehen. Sacharja 14, Vers 4 sagt das, diese bekannte Stelle. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Vers 5. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Das wird dann schlussendlich, wie auch vorher schon erwähnt, nicht nur Jerusalem Frieden bringen, sondern der ganzen Welt. Keine Mauern, keine Waffen, kein Iron Dome wird dann mehr benötigt, weil der altböse Völker durcheinanderbringer für 1000 Jahre gebunden ist. Liebe Geschwister, zusammenfassend geht es im Kern also nicht um die Liebe zu einer Stadt, sondern um die Liebe zum Herrn. Es geht nicht um geopolitischen, zivilen Frieden, auch nicht Sieg über Hamas und die Palästinenser und die umliegenden arabischen Völker. Es geht darum, ungehindert den Herrn aller Herren, den lebendigen Gott Israels zu preisen, zu loben, ihn zu anbeten.
Und wenn wir das außer Acht lassen, werden wir uns von Sentimentalitäten umgarnen, werden blind für die Realitäten und werden schlussendlich am Willen Gottes vorbeidenken und auch vorbeihandeln. Und genau das könnte auch bei oberflächlichem Betrachten von Psalm 122 geschehen. Deshalb kein Jerusalem-Folklorismus und schon gar kein Jerusalem-Fanatismus ist angesagt. Es geht nicht um Jerusalem um seiner selbst willen. Es geht um Jerusalem in seiner Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und wisst ihr, Jesus selber bestätigt diese Wahrheit. In Johannes 4, Vers 21 bis 23, wenn er dort über das Gemeindezeitalter prophezeit, Johannes 4, Vers 21, und es ist so herrlich, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Er sagt dieser Frau, die schon vier Männer hatte und ein fünftes uneheliches Verhältnis, er sagt, du Sünderin, mit dir rede ich kein Wort. Nein, er spricht sie so liebevoll an, Frau, glaube mir, so herrlich. So ein großer, gnädiger Gott. Johannes 4, 21, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Das Beste ist nicht äußerer Friede, Wohlergehen und materieller Wohlstand. Das Beste, liebe Freunde, ist Frieden mit Gott, herzliche Gemeinschaft, wiederum verbunden mit herzlicher Anbetung. Und solche Anbeter sucht der Vater heute. Unser Gebet als Wallfahrer ins himmlische Jerusalem für den Frieden des irdischen Jerusalems sollte deshalb lauten: Herr Jesus, erfülle dein prophetisches Wort. Komme bald zur Rettung und Befreiung deines Volkes nach Jerusalem. Bring du dieser Stadt den lang ersehnten Frieden durch deine Gegenwart. Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Und so schließe ich mit Offenbarung 22, Vers 20. Ja, komm, Herr Jesus. Amen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir für dein wunderbares, lebendiges Wort, dass Jerusalem eine Quelle der Freude ist, ein Ort der Dankbarkeit und dass es Gegenstand unserer Gebete sein soll. Weil es dein Anliegen ist, weil es um dich geht. Frieden mit Gott. Herr, du weißt, wie sehr dieser Friede heute mangelt. Wir bitten dich so sehr für dein geliebtes Volk, Herr, dass noch manch einer tatsächlichen Frieden mit dir findet, indem er sich zu dir bekennt, zu dir bekehrt, an dich glaubt. Herr, segne dein Volk. Ja, schlussendlich mit deiner baldigen Wiederkunft. Und Herr Jesus, ich bitte dich auch für jeden Einzelnen hier. Du weißt, was für eine Schlacht vielleicht in dem einen oder anderen Herzen tobt. Wie kein Friede, sondern Unfriede da ist. Herr, ziehe du ein. Herr, und wenn heute Morgen Angefochtene hier sind, dann begegne du ihnen mit deinem Frieden. Und wenn heute Menschen hier sind, die dich noch nicht kennen, schenke es, dass sie ihr Leben dir hingeben, Herr Jesus, und dadurch Frieden mit Gott finden. Vater, schenke es in Jesu Namen. Amen.